Ruf in die blaue Ecke aus China. Yang Yang. Und da ist sie schon, die junge Dame aus China. Yang Yang. Ich rufe ihre Gegnerin in die rote Ecke. Sie kommt aus Tritau. Megan Uslu. Ich darf Ihnen beide Kämpferinnen vorstellen. In der blauen Ecke, 21 Jahre alt, 1,60 Meter groß. Sie brachte bei der Waage 58,75 Kilo auf die Waage. Sie wird betreut durch Xiao Shijia. Bisher 2 Kämpfe, 2 Siege, ein beendete vorzeitig durch Knockout. Vom Team Wulingfeng aus China, Yang Yang. Ihre Gegnerin in der roten Ecke, 26 Jahre alt, 1,63 Meter groß, gewogen mit 54,4 Kilogramm. Sie wird heute betreut durch Lutz Burmeister. Ihr Kampfrekord, 57 Kämpfe, 49 Siege, 13 beendete vorzeitig durch Knockout. Sie ist mehrfache deutsche Meisterin der MUD, IPTA und WKA. Sie ist Europameisterin nach Version der IPTA. Und sie ist die amtierende Weltmeisterin nach Version des IMC vom Team Day of Destruction sowie Excite Fighting und Team Gladiator aus Tritau, Megan Uslu. Ja, eine sehr erfahrene Kämpferin, wie ein Hinweis noch für Sie als Zuschauer, gemäß den Statuten von Wulingfeng, da Yang Yang das Gewichtslimit nicht erreichen konnte und mit 3 Kilo über dem Limit lag, werden ihr als Strafe, so steht es im Reglement von WLF, 2 Punkte bei jedem Punktrichter abgezogen. So, wir haben das eben gehört. Die Chinesin hatte am gestrigen Tag der Waage, beim Wiegen, Übergewicht, 4 Kilo. Ja, dadurch bekommt sie schon vorab Punktabzüge. Sie bekommt gemäß laut den Wulingfeng-Statuten 2 Punkte bei jedem Punktrichterabzug. Und das ist schon eine ganze Menge. Oh, das ist eine empfindliche Strafe. Ja. Also eigentlich muss sie jetzt, ist sie fast auch schon zu einer vorteiligen Entscheidung verdonnert. Ja. Kommt hier mit harten Fäusten von außen. Und wir haben jetzt schon zweimal ihr Ziel getroffen. Ich meine, ist ja schön, dass es diese Regel gibt, aber trotzdem, gerade bei den Mädels in dieser Gewichtsklasse, können diese Kilozahlen eine Menge an der Schlagkraft ausmachen. Ja. Und 4 Kilo macht viel aus. Ich weiß natürlich nicht, wenn es jetzt eine ist, die. Oh, das war eine schöne Linke von Miriam. Ja, vor allem, ich weiß auch nicht, ob das dann, wenn man so eine schlagstarke Gegnerin hat, ob das dann auch wirklich noch fair ist. Ja, darüber kann man sicherlich diskutieren. Ja, richtig. So, schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Jetzt kommt die Chinesin mit einem gehaltenen Bein und mit einer rechten Geraden durch. Megan darf auf jeden Fall nicht stehen bleiben. Das nein, sieht man, die Schwinger sind ganz schön. Ja, da ist einiges hinter. Ja. Ja, gute Treppe wieder von Megan. Ja, die kommen durch. Die sind nicht ohne, aber auch Miriam trifft. Ja. Der muss jetzt raus aus der Ecke. Ja, aber da muss die Chinesin aufpassen, noch halten und dann noch nach hinten weg. So, jetzt wird Miriam hier fast noch durch die Seile geschoben. Das hat ein bisschen was von einem Ringkampf, was die Chinesin hier zeigt. Ja, und sie wirkt etwas limitierter. Das auf jeden Fall. Oh, schöner Treffer von Miriam. Hart.
Definitiv, aber sie verlässt sich zu sehr, finde ich, auf die Fäuste. Mhm. Das ist auch offener Schlagabtausch, was wir hier zu sehen bekommen. Die kommen mit Schwingern von außen, also das hat nicht viel mit Box- oder Kämpferästhetik zu tun, aber da ist was hinter. Da ist ordentlich Bums dahinter bei diesen Heumachern, also jetzt könnte man sagen, ja gut, Merjem braucht ja eigentlich nur eine Runde von drei, aber das ist ja immer einfacher gesagt als ja, getan. Das ist es, genau das ist es. Es ist einfach gesagt und es sieht auch von außen immer sehr viel einfacher aus. Ah, ah, da kommt sie nochmal mit dem Chinesen nach. Nein, das muss, ist gut. Aber Merjem schlägt das weg. Nicht sein. Das muss nicht sein, aber Merjem bleibt ganz cool. Ja. Lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Das ist die richtige Art zu reagieren. Ich muss auch sagen, ich habe einen Respekt vor Merjem, die sagt, ich nehme den Kampf trotzdem an. Sie hätte auch sagen können, nö, die Chinesin bringt das Gewicht nicht. Ja, stimmt. Sie ist auch nicht in der Lage, Gewicht zu machen. Dann ist der Titel sowieso bei mir, aber es ehrt sie, dass sie sagt, ich will es auf dem sportlichen Weg machen. Ja, und vor allen Dingen, man muss ja auch so sehen, das Mädchen hat sich jetzt lange vorbereitet. Ja. Sie haben eine lange, harte Vorbereitungsphase. Sie war noch in England vor ein paar Wochen, ja, um einen Kampf in Vorbereitung zu diesem Fight zu machen. Da stecken viel Offenbarungen hinter. Und dann ist man natürlich in der letzten Sekunde nicht gewillt zu sagen, ach, ich verzichte drauf. Ja, ganz klar. Vor allem, es sind ja auch einige Fans gekommen und die möchten sie natürlich kämpfen sehen. Das ist... Ja, die Leute wollen Merjem sehen, das ist klar. Die wollen hier ihr Hamburger Mädchen im Ring sehen. Und ich bin sicher, wir werden jetzt hier in der zweiten Runde einen spannenden Kampf sehen. Sie wird sich jetzt ein bisschen darauf einstellen können, ihr Coach Lutz. Ich glaube, der hat heute Abend auch ein paar Kilo weniger auf der Waage. Man leidet und schwitzt und leidet als Ringcoach. Das ist aber halt ich bin mal so gespannt, ob Yang Yang sich wirklich auch am Riemen reißen kann, weil die Entgleisung Ende der ersten Runde, das war schon, Das war nicht schön, es war unsportlich. Ja. Wir werden jetzt sehen, was kommt. So, wieder der Mundschutz draußen. Der wieder, scheint nicht fest zu sitzen. Wieder von der Chinesin. So, ja. Herr Hagemann hat etwas Probleme, ihn zu finden. Ja, wenn er milchfarben ist und dann auf dem weißen Ringboden fällt, dann... Ich sage nur, weißer Adler auf weißem Grund, ne? Aber Merjem sammelt ihre Punkte. Natürlich sind sie die macht das gut. Nicht so hart, ja, sie macht das aber gut. Sie sammelt Punkte. Schöner Konter. Sehr schöne Sache. Vor allem manchmal wird ja der Mundschutz auch mit Absicht rausgespuckt, um halt ein paar Sekunden. Ja, genau, das sind diese Spielereien. Aber ich finde, Merjem macht das sehr routiniert hier. Das war ein harter Kopfstoß. Das war ein, ja, ich wollte gerade sagen, Kopfstoß vom Allerfeinsten. Und noch wieder. Ein Kopfstoß, nochmal. Ich hoffe, dass sie sich keine Blessur davon getragen hat. Dass es dann anschwillt. Ja, schön. Ja, eine schöne Kombination. Ja. Ich glaube, das liegt auch daran, dass von den Chinesen Leute kaum Englisch verstehen. Ich habe das gestern bei der Waage gemerkt, die verstehen das kaum nicht. Die verstehen oder, es nicht. Oder nein. Sie wollen es nicht, ich weiß nicht. Aber ich sag mal, das weiß man auch nicht. Ne? Verstehen sie es oder verstehen sie es nicht? Ne? Ich sag mal, diese paar Kommandos im Ring auf Englisch, ich glaube, das sollte eigentlich überhaupt kein Thema sein. Ja, das, also mit der Erfahrung, die sie am Ende ja doch haben, wie sie uns hier zeigen. Ah, sie hält wieder zu lange. Aber das gehört auch zu dem Sport. Man muss auch mit solchen Situationen klarkommen. Das ist nicht schön. Ah, das war eine gute Rechte. Ja. Oh, jetzt ist der Ringrichter gefragt. Ja, der ist jetzt gefragt. Was und macht er jetzt? Ein Punkt Abzug. Ein Punkt Abzug. Oh.
Und ich glaube, da ist so nett man mit Klaus Hagemann vor einem Kampf plaudern kann, aber ich glaube, da im Ring sei Schluss mit lustig. So muss ja auch sein. Ja, das war richtig. Das war richtig. Die Chinesin Yang Yang kämpft hier mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, sei es der Kopf, sei es die Innenhand. Es ist ein Weltmeisterschaftskampf. Die Mädchen, ja, da wird, muss gekämpft werden. Und oh, schön! Aber wieder die Innenhand von der von Yang Yang, die linke Innenhand an den Kopf von Miriam. Ende von Runde 2. Also es bleibt spannend. Es bleibt spannend, aber der Punkt drei Punkte Unterschied jetzt. Es war jetzt, er war in meinen Augen war richtig, weil Yang Yang doch unsauber kämpft. Ja, muss man einfach so richtig sagen. Ja. Jetzt hat jetzt nichts mit Pro Mayhem zu tun, sondern das ist einfach mal Fakt. Und Mayhem, dadurch ist es schwierig, den sauberen Kampfstil, den Mayhem pflegt, auch richtig zu zeigen. Richtig, genau, finde ich auch. Da muss man dann einmal konsequent sein, damit sich das nicht wie so ein roter Faden durch den Kampf zieht. Ja. Weil so kann man seinen Gegner auch zermürben, nicht? Mit unfairen Aktionen immer wieder und immer wieder. Ganz klar. Sollte man vielleicht auch mal sagen, eine gute Idee mit den Teppichen in der Ecke. Aber sonst sieht es ja aus wie ein Schwimmbad manchmal. Ja, richtig. Das ist gut gelöst, finde ich. Gut gelöst, genau. Auch besser als die Wannen, wie sie in Thailand haben. Ja, ja. So, letzte Runde. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, wir haben noch, oder? Drei Runden. Wir kämpfen fünf. Drei Runden sind es nur. Ach so. Ich gebe es zu, ich hatte es ja fälschlicherweise aufgeschrieben. Also, aber man hat mir gestern gesagt, es gibt nur drei Runden. Alles klar. Also dann geht es jetzt um wirklich alles für die Chinesin. Sie muss jetzt kommen. Da gibt es kein Zurückhalten mehr. Wenn sie hier gewinnen will, muss sie Miriam K.O. schlagen. Ja. Und das wird Miriam nicht zulassen. Nein, das ist... Ich hoffe, dass sie nicht versucht, gegenzuhalten. Ja, sie muss... Das ist gut! Schön! Linke los zum Kopf! Ich hoffe, dass sie klug und besonnen kämpft, sich auf keinen Schlagabtausch einlässt. Sie ist eine gute Boxerin. Was heißt eine gute Boxerin? Die Chinesin kann, also sie kann mit den Fäusten kann umgehen. Hauen. Ja, auch wenn sie nicht sauber boxt, das spricht dafür, dass sie viel, wahrscheinlich mehr boxt. Weil mit den Beinen sehe ich sie nicht so viel erfolgreicher gehen. Das macht die deutsch-türkische Kämpferin besser. Ja. Oh, das waren gute Fäuste. Oh. Genau, Arme oben, wie von Lutz Burmeister gefordert, ganz wichtig. Ja, die muss sie jetzt hochhalten, sie muss die Runde jetzt im Grunde verwalten. Ja. Wie sagt man immer so schön, kontrollierte Offensive. Kontrollierte Offensive, genau, richtig, ja. Wo sagt man das? Habe ich schon mal oft was vom Boxen gehört. Ah ja, okay. Schöne Treffer, Mayhem. Also es ist ganz klar, Mayhem hat die sauberen und klareren Treffer in meinen Augen. Das ist jetzt ihr Kampf. Die Chinesin Yang Yang wirkt auch nicht mehr so frisch und explosiv. Natürlich kann sie noch schlagen, aber die Schlagzahl ist schwer. Lässt nach. Aber ich glaube, Mayhem, sie will es auch. Ich meine, man kämpft in der Heimat vor den eigenen Fans. Es geht um die Weltmeisterschaft. Ja, ich glaube, was Schöneres kann es ja gar nicht geben. Ja. Und sie hat eine starke Gegnerin. Also niemand irgendwie handverlesen ist, sondern stark. Ist wirklich stark. Nein, also wenn sie heute Abend Weltmeisterin wird, dann hat sie, also nach WLF-Version, dann hat sie sich das wirklich hart erarbeitet gegen diese Gegnerin. Ja.
ich meine, sie gammt auch immer, sie geht immer wieder nach vorne. Also sie, ist auch, man spürt bei Yang Yang auch keinen, also sie ist nicht mehr so aktiv, aber trotzdem, sie steht nicht, sie geht nach vorne, sie einfach ist nach vorne traditionell geht nicht so stark. So, das war's. Ende des Kampfes. Ich leg mich fest, wir haben eine Weltmeisterin und sie kommt aus Hamburg. Ich schließe mich dir an, Tobias. So, gleich wird es eine Entscheidung geben. Die Punkte werden noch zusammengezählt. Entschieden. Einstimmige Siegerin nach Punkten und neue Weltmeisterin nach Version der WLF. Aus Hamburg, Mirjam Uslu. WLF 世界级金腰带女子55公斤级的获得者就是梅耶乌苏里。